Hallo, willkommen zurück bei Minecraft. Ja, schöner Beginn auf jeden Fall dieser Folge. Schweinchen ist wieder da. Ich wünschte, ich hätte Optifine. Ups, scheiße, ich habe was. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht abgebrochen. Ich habe gerade aus Versehen das Hilfe- und Support Center aufgerufen, obwohl ich das nicht wollte. Wollte eigentlich nur so machen. Hätte ich jetzt Optifine, ne? Komm, machen wir es halt manuell. Schweinchen ist wieder unter den Lebenden. Schweinchen ist wieder da. Oh mein Gott, Geisterkräfte, Geisterkräfte. Kotzau, stirb. Nein, ich fass dich nicht an. Stirb von selbst. Stirb. Stirb. Sterb! Sterb! Okay. Hier unten war ja noch Dingens da. Ach da, oh, das ist doch das Creeper-Potsauloch von damals. Nein, guck nicht hin, Schwein. Oh Schwein. Oh, du siehst das Schwein. Schwein, sieh nicht hin. Nein, du sollst nicht hinsehen. Seh weg. Hier, Karotte. Hier ist. Wäre lustig, hätte das wirklich jetzt gegessen. Aber so etwas geht auf Minecraft ja nicht. Aber mal gucken, vielleicht ist es das ja noch. Ist es die Karotte ja noch. Aber es frisst nur aus der Hand. Es ist sehr handzahm. Schubidubidu. Läuft der Timer? Läuft er? Läuft er? Läuft er? Nein, er läuft nicht. Warum läuft er nicht, Frittenfriseur? Warum bist du so dumm? Das wäre jetzt schon wieder so eine Folge gewesen. Hab vergessen, den Timer zu stellen. Dann müssen wir wohl auf unser Bauchgefühl hören. Dann wird die Folge wieder eine halbe Stunde lang, ey. Okay. Alles gut soweit. So, dann verbinden wir natürlich das hier noch alles. Schön, gemütlich. So. Meine lieben Freunde und Freundinnen dort draußen an euren Laptops, PCs, Handys oder wo auch immer ihr Minecraft gerade schaut. Wie die Schweine schon wieder durchs Gatter geguckt haben. So. Wir haben keinen Stein mehr. Interessant. Ist doch deine Karotte jetzt, Schweinchen. Menschenskind, du. Ich esse auch meine Kartoffel, guck. So. Tempel. Okay. Wir holen uns jetzt nochmal Steine, machen den Weg fertig. Hier können wir eigentlich auch einen Weg machen, wir können es aber auch lassen. Das ist uns eigentlich frei. Also wir brauchen hier jetzt nicht unbedingt einen Weg. Boah, nee, das ist mir zu hektisch, dieses Lied. Schon eher. Schon eher. Ja. Schon eher. Bi, Schuppi, Duppi. So, ich dachte schon, jetzt hätte es gegessen. Jetzt isst doch mal. Na komm. Okay. Jetzt ist das alles ein bisschen mehr vernetzt, ne? Und hier können wir dann eigentlich einen U-Bahn-Eingang hinmachen. Habe ich mir mal überlegt gehabt. Das müsste aber natürlich dann bedeuten, dass wir eine U-Bahn bauen. Machen wir das? Ist die Frage, ne? Wisst ihr was? Ich lasse diese Entscheidung jetzt mal euch. Also, lieber Herr Zuschauer, U-Bahn oder eher eine, so eine Straßenbahnartige Bahn? Also hier sowas, was über Land fährt. Sag du es mir, halt mich da jetzt mal raus und frage euch Zuschauer, möchtet ihr eine U-Bahn oder eine normale Bahn, um hier alles zu vernetzen? Ja, das ist meine Frage an euch. Ihr dürft gerne darauf antworten. So, und hier drin müssen wir eigentlich auch mal langsam, ne? Komm, fangen wir mal an. Wenn wir jetzt anfangen, werden wir ja nie fertig, du. So, was machen wir hier? Machen wir hier mal Fichtenholz rein? Das wäre eigentlich auch mal eine Idee wert.
Also. Ja, sehr gut. Ach komm, gehen wir gerade mal wieder so rein. Block, 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 block. Okidoki. Also sag du mir Bescheid oder ihr mir Bescheid in den Kommentaren auf Facebook oder YouTube, was euch lieber ist. Sollen wir eine U-Bahn bauen? Da ist halt klar, da wird es lang dauern, bis wir das alles ausgespachtelt haben. Aber dafür ist die U-Bahn dann halt auch sehr funktionsfähig und sicher. Während andersherum, der Vorteil an der Straßenbahn ist halt, also wenn wir hier draußen eine Bahn hinbauen, es geht schneller. Es sieht netter aus, wenn man dann durch die Gegend fährt, weil man einfach was sieht. Der Nachteil ist halt daran, hat es jetzt die Karotte gegessen? Nein, noch nicht. Der Nachteil ist halt dann daran, dass uns die Monster leichter anfallen können. Wir könnten natürlich die Bahn mit einem Zaun versehen, sodass uns niemand mehr anfallen kann. Oder ist ja auch irgendwie langweilig. Naja, aber ich frage ja euch. Also sagt ihr mir Bescheid. Ich warte mal auf eure Kommentare und dann bauen wir es zusammen. Entweder Straße oder U-Bahn. Also nicht Straßenbahn, sondern wie nennt man sowas? So Eisenbahnmäßig halt einfach. Ganz normal, Deutsche Bahn halt, ne? Kennst du ja. ICE-mäßig. So. Kommt da wieder echt dran. Na gut, so, weg damit. Holen wir uns mal ein bisschen Fichtenholz in unserem künstlich angelegten Fichtenwald. So. Schippidubidu. 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 Okay, 24 Stück. Ja, doch. Okay, komm. Reicht. Halt, wir haben noch Setzlinge, sehe ich gerade. Eins, zwei, drei. Kommen da noch welche? Stimmt erst später, ne? Na gut, komm. Oh, muss jetzt auch mal nicht übertreiben. Halt, Setzling. Oh. Na, das kann auch interessant werden. Auf dieser schönen Map. Auf der wir es uns heimlich gemacht haben. So rum. Schubidubidu. So. Hier müsste man eigentlich auch einen zweispurigen Weg machen, sonst sieht das ein bisschen seltsam aus. Können wir ja vielleicht noch machen. Vielleicht kriegen wir es hier noch hin. So. Fichtenholz. Sieht dann also ein bisschen älter aus, aber es soll ja auch so ein bisschen Bauernstyle haben, also Bauernhof-Style. Draußen die Tiere, hier so eine gemütliche Hütte, auch wenn das oben schon ziemlich modern ist mit der Dachterrasse und so weiter. Ah, gefällt mir schon sehr gut alles. So. So. Jibidubi. Und eins, zwei. So, und schon ist es geschehen. Schon haben wir hier drin einen Holzboden und leben nicht mehr wie Neandertaler. So schnell geht das eben. So, es wird Nacht, das heißt, wir gehen schlafen. Damit wir da gar nicht erst in die Bredouille kommen mit den Monstern. Also, gute Nacht. Ach so, ja, okay. Es dauert noch. Dann können wir noch zu Abend essen, denn wir haben ein bisschen Hunger. Knabber, knabber, knabber. So, jetzt aber gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Dann machen wir gerade nochmal den Weg zweispurig. Autsch. Wenn wir schon dabei sind, können wir das ja auch gerade mal machen. So. Schaf freut sich. Okay.
Okay. Schaf hat sich auf jeden Fall gefreut, auf dem Kopfsteinpflaster rumlaufen zu dürfen. Das war sehr interessant. Und dann freue ich mich natürlich auch. So, wir machen noch einen Weg. Oh mein Gott! Das ist schon wieder eine Folge wegen Wegen, praktisch. Aber der Weg wird jetzt ein bisschen anders. Pass mal auf, ich habe da schon Ideen. So. Gehen wir erstmal hier rein. Das dürfte reichen. So. Dacht. Das Holz schmeißen wir da jetzt mal einfach rücksichtslos rein. Die Leitern kommen mal zu den Werkzeugen. Ja, warum nicht? So, komm. Und dann beginnen wir mal mit unseren Bauarbeiten. Ja, und dann vor der nächsten Aufnahme schaue ich auf jeden Fall, da werde ich noch nicht drauf eingehen können mit dem U-Bahn und S-Bahn und sowas, ne, was euch da lieber ist, da werde ich noch nicht drauf eingehen können. Noch nicht, das sage ich in aller Form, damit sich da keiner beschwert später. Aber ich schaue auf jeden Fall mal nach dieser Mod, wegen dem Büchercraften, ob das nicht auch anders geht. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Denn wie gesagt, ich habe da keine Lust, zig Kühe um zu nieten. Nur deswegen. Also das wäre mir schon ein bisschen schade um die ganzen Kühe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ja auch die Tiere in Minecraft, weil, habe ich ja schon mal gesagt, das sind ja so die einzigen Begleiter eigentlich, die man hat. Die Hunde, die Schweine, die Kühe, die Schafe und die Hühner, die wir immer noch nicht irgendwie hierher bekommen haben. Das ist ja auch ziemlich dubios. Naja gut, das heißt dubios, wir haben es halt einfach nicht geschafft, nicht gemacht. Das würde man schon hinbekommen. Wir brauchen nur Hühner. Ist das schon eine Idee, wo welche sein können? Ja, und dann kann man das auch machen. Aber wird noch ein bisschen dauern. So. Ach. Gülle. So, und wenn man jetzt von hier kommt, hat man hier so einen angedeuteten Weg aus Kies. Naja, sieht das so geil aus. Ist da unten ein Skelett drin? Nö, hier ist alles gut. Sehr gut. Weitermachen. So. Wir können natürlich den Weg auch nochmal abreißen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das cool findet. Mit diesen paar Kiesfeldern oder ob wir lieber da einen kompletten Kiesweg machen sollen, der dicht ist, dicht auf dicht ist. Also ähnlich wie unser Pflastersteinweg da vorne. Okay, hier werden wir jetzt gleich ein paar Problemchen bekommen, wegen dem Wasser. Aber schreibt es mir einfach mal in die Kommis, dann werde ich da dementsprechend nochmal umrüsten. Ich glaube fast, so ein kompletter Weg sehe geiler aus. Aber gut, ich lasse mich da gerne von euch überzeugen. Also einfach mal in die Kommentare schreiben, genauso wie das mit der U-Bahn. Sorry. Sorry. Oh, ah. Okay. Kein Kommentar. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich gerade drin war. Aber dennoch kein Kommentar. Wie gefährlich das hier ist. Warum habe ich das nie ausgebessert? Da muss nur ein Creeper kommen. Dann liegt die Schafserde aber unter Land, du. Na, das kannst du aber singen, mein Freund. Okay, hier brauchen wir jetzt dementsprechend einige Dinge. Nicht, wir brauchen nur ein bisschen Erde. So. Ganz einfach. Man muss nicht aus allem was Großes machen. So, 1, 2 und dann hier Kies drauf. Kies drauf. Kies drauf. Kies drauf. Schubidubidu. Schöne Starbound-Musik übrigens im Hintergrund. Ach komm, das war nichts. Im Hintergrund. Sehr schön. Ach ja, Starbound. Das wollten wir auch mal let's playen. Für alle, die sich wundern, da gab es ja nur eine Folge. Ja, wir haben dann irgendwie Lust dann doch dran verloren. Fragt nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir es halt doch nicht gemacht. Ne? So kann es halt auch mal gehen. So, dann haben wir jetzt hier so einen angedeuteten Weg. Ich finde es eigentlich gar nicht mal schlecht.
Aber wie gesagt, schreibt mir da in die Kommentare, was eure Meinung ist. Denn das ist ja auch irgendwo wichtig, dass ihr mir da sagt, ob ihr das überhaupt geil findet. Okay, schaut ja schließlich zu, also müsst ihr es ja irgendwo dann auch immer tragen. Wenn ihr es total scheiße findet, hier dieser Weg, dann machen wir den ganzen draus oder reißen ihn komplett wieder ab. So. Das auch gerade mal machen. Zip. Ein bisschen Knochenmehl. So. Und jetzt pass mal auf, du. Jetzt kommen aber die ganz großen Geschütze. Huiuiui. Huiuiuiui. Du, hier, hör mal. Was ist denn hier los? Ganz schön viele Blumen. Sonst sind es ja nicht immer so viele. Aber heute läuft das. So, dann machen wir hier mal. Wollen wir es rechts davon auch machen? Nee, das soll so einen gemähten Eindruck. Das sieht eigentlich ganz cool aus. So, dann hier hin. Dann laufen wir ein bisschen durch die Gegend. Und machen ein paar Blümchen hin. Und so Sachen. Hier im Tierewohlfühlparadies, da ist ja schon ganz schön viel beblumt. Hier draußen aber nicht. Das ist eigentlich ziemlich schade. Machen wir hier ein kleines Blumenbeetchen hin. Ich weiß ja jetzt nicht wirklich, Blumenbeet ist, aber na gut. Macht ja nichts. Check. Oh, check. Bisschen schon, ne? Bisschen. Müssen wir noch ein bisschen Blumen pflanzen und sammeln. Dann können wir daraus auch ein Blumenbeet machen, so richtiges. Ach du Kacke, bitte nicht. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Sag mal. Ist ja ganz interessant, okay. Na komm. Auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Nee. Komm, lass mal das drauf. Von mir aus. Mein Gott. Irgendwas muss man ja drauf lassen. Habe ich jetzt auf Stopp gedrückt? Nein, habe ich nicht. Sorry. Lass mal das laufen. Schon wieder Starbound. Naja, was soll man machen? Ist halt neu in der Playlist. Drum lasse ich gerade mal ein bisschen laufen. So, gehen wir mal wieder hier rüber. Hier kann ich auch noch ein bisschen begrünen. Titanius Rexes Haus. Das müssen wir natürlich auch noch fertig bauen. Keine Angst, Titanius. Wir haben es nicht vergessen. Also ich habe es nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob es die Zuschauer vergessen haben. Tja, das weiß ich nicht, meine Herren. Aber ich habe es nicht vergessen. Die NPCs, die leben ja noch, ne? Eigentlich müssen sie ja leben, aber ich... Ja, ja, doch. So. Wo habe ich jetzt die Spinne gehört? Wahrscheinlich hier irgendwo drunter. In einer der 1000 Höhlen. Ach, hallo, Herr Biertrinker. Na, wie geht's? Na, komm mal vorbei. Ich find's schön hier. Ja, ich auch. Da will ich nicht tauschen. So, hier unten alles okay? Sehr gut. Alles super. Gehen wir wieder hoch. Machen noch die zwei Knochenmehl irgendwo hin. Wo auch immer diese Spinne ist. Ich hasse es, Spinnen zu hören und nicht zu wissen, wo sie sind. Oh. Aha. Was ist das hier, wenn man fragen darf? Okay, das ist der Gang hier also. Und da hinten ist auch das Skelett. Ach komm, fick dich doch. Ich komm hier nicht raus. Doch, ich komm hier raus. Tschüss. Doofes Skelett. Mach's hier einfach dicht. Kannst du gucken, wo du bleibst. Oh Mistvieh. Ich immer abschießen, ey. Ist ja nicht. Wir könnten auch so schön einfach in Friede zusammenleben, die Skelette und wir und überhaupt alle. Aber nee, schießen, immer gut. Geh mal weg mit der Wiese. Ich möchte jetzt hier keine Wiese. Ich möchte nur ein Blümchen haben. Mann, kein Blümchen. Mist. Ah, wir haben noch zwei Knochen bekommen. Oh, Wiese. Keine Wiese. Ich möchte Blumen. Schon besser. Ja, hier noch ein Blümchen. Na, hier noch ein Blümchen. Ja,
Ja, okay. Es wird Nacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen irgendwo schlafen. Aber unser Haus ist ziemlich weit weg, muss ich sagen, von der Stadt. Das ist natürlich nicht ganz so vorteilhaft. Vielleicht sollten wir uns auch hier noch eine kleine Residenz hinbauen. So ein fettes Stadthaus, weißt du? So ein. Boah, so ein Bürgermeister-Porno-Villa. Und ihr dürft hier schön in den kleinen Häusern hausen. Und hier müssen natürlich auch noch Lampen hin. Das ist mir alles hier noch zu unsicher. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und dann machen wir an dieser Stelle ein Folgenpäuschen. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir haben ja noch einiges auf der Agenda. Und ich mache jetzt mal eine längere Aufnahmepause, weil ich ja jetzt hier, wie gesagt, Folge 100 ist noch nicht draußen. Da habe ich diese Folge schon aufgenommen. Und ich schaue mal, was sich so alles ergibt in den Kommentaren und so weiter und so fort. Und bin gespannt auf eure Meinungen und auf eure Kommentare. Und ja, hoffe, es gefällt euch auch weiterhin dieses Let's Play. Und damit würde ich sagen, mit dem Blick auf den Mond im Mondesschein beenden wir die Folge. Und müssen da hinten wirklich ausleuchten, da sind schon Monster. Alles klar. Und dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und Arrivederci.